Ich bin kein Krimineller. Ich gehöre überhaupt nicht hierher. Ich habe jetzt Gott in mir. Ich tue es nie wieder. Mein ganzes Arbeitsleben habe ich damit verschwendet, mir diesen Müll anzuhören. Nichts wird gut. Es ist zu spät, um nochmal anzufangen. Genieß das Leben. Du hast es verdient. Ich weiß, da steht Gerald, aber ich bevorzug's, wenn man mich Stone nennt. Stone, reden wir über das, was sie hier reingebracht hat. Können wir offen reden? Mhm. Zumindest gebe ich's zu, ich wurde sofort bestraft für das, was ich getan habe. Ich finde, ich hab's verdient, entlassen zu werden. Ich bin inzwischen ein anderer Mensch geworden. Ich bin wiedergeboren. Ich denke über was nach, was ich heute gehört habe. Du bist schon lange nicht mehr mit einer Geschichte nach Hause gekommen. Ich habe etwas Besonderes für dich angezogen. Du musst ihn auf der Straße ansprechen. Ich würde alles für dich tun, Baby, und das weißt du. Officer Mabry, ich bin die Frau von Stoney. Ich möchte, dass er zu Hause ist. Wie kann man sie überreden? Manchmal kommt mir so ein Gefühl. Können sie uns nicht helfen? Sie wollen hier rausspazieren? Diese Tür bin ich! Sie wollen doch nur, dass die meinen Antrag ablehnen. Setzen Sie sich wieder hin! Sie haben noch nie was Schlimmes getan? Das wird ihr Leben verändern. Niemand darf hiervon erfahren. Hat funktioniert. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Verarschen Sie mich nicht. Wie lange muss jemand für eine Sache büßen, die nicht richtig war? Hast du ihm etwa von uns erzählt? Verschwinden Sie endlich, verdammt! Haben Sie auch gewusst, was Sie tun, als meine Frau hineinblasen sollte? Die Wahrheit kommt zu dir als ein Klang. Und er ist ehrfurchtgebietend.